Hallo und herzlich willkommen zu Into the Breach. Mit diesem Video starte ich einen Run mit den Frozen Titans über vier Inseln auf dem Schwierigkeitsgrad Hard. Die Frozen Titans habe ich natürlich geübt. Schon mal Hard auf 2 und 3 Inseln fertig. Jetzt kommt die vierte Insel. Als Time Traveler habe ich Bethany Jones. Mit Bethany Jones, gebe ich ehrlich zu, wird die ganze Sache ein bisschen OP, wenn man sie hat und vor allem, wenn man sie in den Eismech steckt. Was hat sie? Sie startet jede Mission oder ihr Mech startet jede Mission mit einem Schild. Außerdem ist sie komplett ausgebaut mit einem Reaktor und 2 HP. Wenn wir uns jetzt das Team der Frozen Titans anschauen, da haben wir den Aegis Mech. Der kann über sein Spartan Shield auf ein Ziel, das neben ihm steht, schlagen, macht 2 Schaden und vor allem dreht die Angriffsrichtung dieses Ziels um. Dann haben wir den Mirror Mech. Der Mirror Mech kann mit der Janus Cannon in eine Richtung und die entgegengesetzte Richtung schießen, macht dort einen Schaden auf das, was er trifft und verschiebt es um eins in die entsprechende Richtung. Und am Schluss haben wir noch den Ice Mech. Der hat den Kuro Lancer Launcher und wenn er den abschießt, dann friest er das Ziel ein, aber sich selber auch. Jedoch, wenn wir Bethany Jones im Ice Mech haben, dann schlägt diese negative Fähigkeit, die er hat, sich selbst einzufrieren, nicht zu, solange sie das Schild hat. Und deswegen ist diese Kombination Bethany Jones und Ice Mech ziemlich overpowered. Fliegen tut er übrigens auch. Gut, starten. Aus meiner Sicht ist genau in dieser Kombination die Frozen Titans extrem einfach. Die ersten vier Inseln, zumindest in meinen Playthroughs, waren extrem einfach. Nur diese letzte Insel, die Volcanic Hive, die war dann schwierig. Gut, ich würde mal sagen, diesen Zusatzreaktor, der geht mal in Move rein. Und wo schaut es am einfachsten aus? Ich glaube hier die Archivinsel, mit der fangen wir an. Destroy the Dam, Defend the Train, gehen eigentlich beide, sind beide okay. Fangen wir mal mit Defend the Train an. Also jede Runde hier mit dem Ice Mech zu schießen und einen Gegner einzufrieren und somit nutzlos zu machen, ist einfach absolut genial. Gut. Fangen wir mal so an. Erst einmal schieße ich in die Richtung, töte somit den Leaper, habe die Möglichkeit dann mit dem Aegis Mech hier den Scarab zu töten und mit der letzten Aktion frieren wir hier die Firefly ein und wie man sieht, er bleibt ohne eigenes Eis. Auch das ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig. Wir frieren den ein und gehen hier noch zum Blocken. Das heißt, wir kriegen in der letzten Runde nur noch einen Gegner. Die Zugmission ist ja, hat ja nur 3 Runden. Und damit war es das eigentlich auch schon. Da breche ich zwar die 2 noch am Eis raus, aber das ist egal. Habe ich extra gemacht, um den zu verschieben, damit ich mit ihm noch hinkomme. Und dann die Firefly noch im letzten Schritt zu töten. Gut, erste Mission ist schon durch. Ziemlich souverän, wie gesagt. Das ist, ja, overpowered. Okay, Lily Reed ist nicht so der Hammer. Wir werden es trotzdem reinstecken, weil es immerhin schon 21 XP mitbringt. Und den Core, der Core geht auf jeden Fall hier in den Mirror Mech rein. Und da rüstet man die Janus Weapon auf, sodass sie ab sofort 2 Schaden in jede Richtung macht. Genau, und wo packt man Bethany Jones rein? Ne, Lily Reed rein. Die machen wir hier rein, er hat mehr XP. Somit kommt die Penny zum Verkaufen. So, wo geht's weiter? Oder wo können wir weitermachen? Eigentlich werden wir wahrscheinlich diese 4 Missionen hier machen. Außer es ist direkt irgendwas dabei, was ganz schwierig ist. Schaut nicht so aus. Wir machen mal Destroy the Dam. Nur Bodenkreaturen hier in der Mission, was die Sache dann noch viel einfacher macht.
Jo, dann machen wir jetzt zwei Schaden. Das heißt, wir cracken den Dam und töten auch noch den Leaper. Wäre jetzt gar nicht notwendig gewesen. Und der Aegis-Mech kann zum Schluss noch. Macht er den Psion weg. Zwei neue Gegner, die sich wahrscheinlich hier aus dieser kleinen Landmasse jetzt nicht mehr wegbewegen können. Ich glaube, wir haben gar keine Flieger zum jetzigen Zeitpunkt. Da würde ich mal hier hingehen. Zwei Schaden, jetzt schießt er gegen den Berg. Und ja, das ist jetzt so eine Sache, gell? Ja, wir könnten es machen. Wir verlieren jetzt das Schild, wenn ich das mache, was ich haben will. Ich schieße dem drauf, bump den da noch rein, beide sterben. Aber leider auch den Papi nach hinten, stimmt. Das wäre ins Gebäude rein, das ist keine gute Idee. Dann müssen wir doch den vorderen freezen. Ah, jetzt habe ich mich verklickt. Habt ihr es gesehen? Bah. Das ist nicht wahr, oder? Jetzt habe ich mich doch glatt verklickt. Gut, da müssen wir leider den Schaden einstecken am Grid. Nicht gut. Da kommen wir nicht rein. Der kommt überhaupt nicht weg. Warum das? Ist der? Ach, okay. Ja, jetzt weiß ich warum. Dann, aber diesmal nicht verklicken. Freeze ich den mal, damit sich der wegbewegen kann. Jetzt kann man aber hinschießen, das ist kaputt. Und wir packen auch noch den Skarabäus weg. Ganz schlecht. Hier müssen wir eigentlich die Richtung umdrehen. Genau, und alles andere greife ich auch schon nicht mehr an. Gut. Schade, schade, schade. Dass wir hier den Schaden einstecken mussten. Ich glaube, es ist mir das erste Mal jetzt in den Videos passiert, dass ich mich tatsächlich verklickt habe. Sehr schön. So. So, machen wir da einfach weiter. Weniger wie drei Schaden kriegen wir definitiv hin. Den mal los. Den mal los. Und den da unten, den frieren wir einfach ein. Oh, hier eine Alpha Firefly. Das ist schon mal so ein bisschen anders Kaliber, aber wenn du halt einfach hier diesen Ice Mac hast, ist das auch vollkommen egal. Und blocken gehen. Zwei Gegner, nächste Runde. Nichts Besonderes dabei. Den hier hinten erwischen wir. Mit dem Aegis Mech und den, ja, schade, ich, nach unten kann ich ihn nicht schießen. Ja, dann frieren wir ihn halt doch ein. Er bleibt einfach stehen. Halt nochmal schön. Und zum Schluss kriegen wir nochmal zwei Gegner. Aber auch nichts Gravierendes mehr dabei. Ich mache nur zwei Schaden, das heißt, ich kann keinen mehr davon umbringen. Dann lassen wir den einfach ins Leere schießen. Das einzige Schwierige manchmal hier, das ist der Mirror Mech. Aufgrund dessen, weil er einfach in zwei Richtungen schießt, stehen halt einfach manchmal Gebäude oder was weiß ich im Weg, eigene Kreaturen oder eigene Mechs. Das ist dann manchmal ja, ein bisschen ungünstig. Okay, was ist das hier für ein Layout?
vier Gegner, aber mindestens einer davon wird wahrscheinlich in eine Todesfalle laufen. Gar keine, ja. Okay, dann ist es ein bisschen spannender. Dann ist es viel spannender. Weil nämlich drei hier was anstellen könnten. Aha. Das ist immer ganz schlecht. Den da unten muss ich fast mit ihm hier abstellen. Und das Problem ist, dass ich den nicht mit dem Janus mag. Da müsste ich da drauf gehen, dann sterbe ich selber. Hier würde ich mal zwei Gebäude wegschießen, was auch keine super Idee ist. Er macht hier die beiden Gebäude kaputt, deswegen muss ich ihn unbedingt wegmachen. Ja, das ist ja mal saublöd. Was ich noch machen könnte, ihr könnt da reinschießen, dann kommt er zwar wieder raus. Das heißt, es war ein Riesenfehler eigentlich, den erst einzufrieren, nicht nach dem Schuss einzufrieren. Deswegen machen wir es andersrum. Dann müssen wir wieder leider einen Schaden einstecken. Aber vorher gehen wir aus dem Weg, weil ich gerade gesehen habe, wenn ich den jetzt hier gleich treffe, dann dreht er ja um und hätte genau auf das Feld geschossen. Das wollen wir dann doch verhindern. Mit ihm komme ich mal ein bisschen näher. Nächste Runde gleich vier Gegner. Jetzt könnte uns aber mal einer den Gefallen tun, auf seine Sprengfalle steigen. Wollen sie einfach nicht. Das ist ja Wahnsinn. Okay, den können wir ignorieren. Den können wir mehr oder minder ignorieren. Das heißt, es geht nur um die beiden hier. Um die zwei. Wenn ich den anschieße durch Bumpschaden, aber dann hat er meine bereits drei Schaden. Dann kriegt er vier, aber wir haben noch eine Runde. Okay. Ja. Aber genau, dann müssen wir in der nächsten Runde mit ihm unbedingt heilen. Und hier würde ich schon noch ganz gerne den zumindest freezen. Bei den Alpha Scarab will ich nicht in der letzten Runde noch als Gegner haben. Das heißt, in der letzten Runde haben wir eh nur noch ihn mit einem Leben. Und das sollte man dann auch noch hinkriegen. Und er kann auch noch locker jetzt heilen und uns aber immer noch zu wenig. Okay, dann muss er tatsächlich auch noch heilen. Jetzt. Dann werden wir den letzten reinfrieren. Puh, Mission noch geschafft. Den einen Grid, was wir verloren haben, den kriegen wir wieder dazu. Was gut ist. Und wir sind bereits im Corporate HQ. Es geht gegen eine Psion Abomination. Muss ich mir wieder in den Kopf schmeißen, dass ja der unter anderem auch Gegner zum Explodieren bringt, wenn sie sterben. Vergiss ich immer ganz gern bei ihm. Okay. Das glaube ich, das machen wir mal so. Jetzt könntet ihr auch noch gleich auf den schießen. Warum nicht? Und mit ihm mache ich mal gar nichts jetzt in der Runde. Okay, machen wir mal das Feld. Warum auch immer. Okay, jetzt hat er noch zwei Leben. Das heißt, beide könnten ihn in der Runde töten. Okay, nicht nur beide könnten ihn in der Runde töten. Müssen wir aber gar nicht. Wir könnten auch den, ja, wenn wir den da reinschieben, dann explodiert er und zerstört das den Corporate Tower. Das ist keine gute Idee. Alles andere, den müssen wir unbedingt loswerden. Gar nicht so leicht.
schießt er dahin. Okay. Wenn ich ihn jetzt hier treffe, dann macht er dem noch einen Schaden, was auch nicht so verkehrt ist. Mir zwar auch, aber nicht ganz so tragisch. Gut, mit ihm, glaube ich, gehe ich jetzt einfach aus dem Weg, beziehungsweise friere dann doch den hier ein. Genau. So. Oh, und jetzt brennt er auch noch, nächste Runde ist er tot. Gut. Wie viel Leben hat er genug, glaube ich, gell? Ja. Das heißt, wenn wir die hier so wegschießen, explodiert er, ohne dass er irgendwas macht. Den kann ich auch ganz locker hier treffen. Dann schießt er in die gegengesetzte Runde Richtung. So, ist das auch erledigt. Und hier können wir noch den da einfrieren, damit ich mir den Schaden noch spare auf meinen. Wo ist auch nicht schlimm gewesen, wir einschauen. Gut, jetzt ist der weg. Sehr gut. Das ist erfüllt und wir haben noch drei Gegner am Schluss. Das sollte dann überhaupt kein Problem mehr sein. Das machen wir doch dann so. Gut, und zum Finale. Tun wir den einfrieren. Finale Mission auf der ersten Insel erledigt. Gibt nochmal zwei Sterne, jetzt müssen wir, sieben hatten wir vorher, müssen wir neun haben, genau. Und eine Promotion, aber leider nur Grid Defense. Wir werden auf jeden Fall Henry Quinn nehmen. Das ist jetzt nicht so prickelnd, also Henry Quinn. Der ist nicht schlecht. Und er hat auch viel, viel mehr XP schon wie der hier. Aber ich glaube, ich tausche die zwei noch aus. Ich glaube, ich mache es so. Hoppala, gehst ja. So und so. Okay. Gut, dann schauen wir mal, wie wir unsere Reputation ausgeben. Okay, der ist jetzt nicht so schlecht. Weil ich hätte nämlich auch ganz gerne noch eine zusätzliche Waffe auf der Ranged Class, also auf dem Ice Mac später. Deswegen nehme ich die jetzt mal gleich, wo sie gerade im Angebot ist, und verkaufe noch Penny, damit ich mir noch drei Reaktoren leisten kann. So, die kommt zwar da mal rein, aber die wird jetzt erstmal nicht besetzt. Drei Reaktoren, davon gehen wir mal auf jeden Fall. Zwei hier in den zusätzlichen Damage beim Aegis Mac und das andere geht derweil hier rein. Und packt dabei, bis ich nochmal den Miramac und seine Janus-Kanone aufrüsten kann. Gut, das war's mit der ersten Insel. Wie ihr gesehen habt, es war jetzt nicht besonders schwierig, wobei hier einmal ein Missklick dabei war. Ich hoffe, der Run hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zur zweiten Insel. Bis dahin. Ciao.